Willkommen auf Paleopines, einer Insel, die für ihre freundlichen Dinosaurier, schrulligen Bewohner und geheimnisvolle Vergangenheit bekannt ist. Hier hat die Evolution einen anderen Weg eingeschlagen und eine Welt geschaffen, in der Menschen und Dinosaurier in Harmonie zusammenleben. Und damit ebenfalls herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Ich glaube, es wird süß heute, könnte ich mir vorstellen. Also das sieht schon sehr bunt aus. Ich habe so ein bisschen Pokémon-Vibes. Mal gucken, bin sehr gespannt auf dieses Game. Wollte ich die ganze Zeit schon mal checken. Paleopines kommt übrigens am 26. September in diesem Jahre raus und ist entwickelt worden von Italic Pick. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. Wir starten ein neues Spiel. Let's go! Ein neues Abenteuer beginnt. Willkommen in Paleopines, einer friedlichen Insel voller Dinosaurier. Erstellen wir erstmal deinen Charakter. Neue Kleidung kannst du später noch kaufen, also entspann dich einfach und such dir was Nettes aus. Dann machen wir das mal. Ich suche mir mal was Nettes aus. So. Sind doch die Augen, ja genau. Haarfarbe. So. Oh, mir ist heute mal nach. Mir ist heute mal nach dieser Farbe. Dunkelbraun. Was haben wir denn hier noch? Blau wird auch. Ja, blau wäre auch geil. Oh, come on, wir nehmen blau. Oder dieses hier. Das, nee, das hier, ne? Der sieht eher aus wie grau. Ich nehme das. Oder das? Das. Das nehmen wir jetzt. Schon eher lila-blau, so ein bisschen, ne? Okay, Frisur. Was haben wir denn? Oh, toll. Das wird bestimmt mega süß, Leute. Was haben wir hier? Was ist das? Was ich hier... So zwei Zöpfchen hinten. Finde ich eigentlich ganz putzig. Was ist das? Das? Das ist langweilig. Ich nehme die beiden Zöpfchen. So. Klamotten. Passend zu den Haaren. Die sehen jetzt irgendwie lila aus, ja. Wir lassen lila. Ist okay. Passt schon. Also ist schon okay, die Geschichte. Dann nehmen wir aber blaue Kleidung, obwohl ich glaube, ich das hier doch besser finden würde. So, diese Hose, diese Hose, diese Hose. Ach, schön bunt. Ja, come on. Das ist so eine Schürze, will ich nicht. So, hier das. Was haben wir hier noch so? Ich bleib so mit der Fliege und die Schuhe. Guck mal, die Socken passen zu der Hose. Das ist doch süß. Gummistiefel wären auch gut. Oder blaue Gummi. Oder hier. Nee. Das. Ja, genau. Das ist das Richtige. Ich glaube, sie ist, geht auch mit uns mit. Okay, dann bestätige ich mal. Wir heißen natürlich Lexan. Und jetzt geht's rein. Oder rauf auf Paleopines. No. Wir sind da! Paleopines! Oh, Lucky! Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Nun, vielleicht nicht genau so. Es ist ein bisschen heruntergekommen, aber... Du hast recht, wir kriegen das schon hin. Ist das etwa ein friedliches Spiel, wo ich niemanden töten muss? Oder irgendwelche Untoten rumlaufen? Verrückt. So, rechte Maustaste, dann komme ich da runter. So. Von meinem Parasaurus, oder was soll das sein? Es war ein langer Tag, aber wir sind dran geblieben. Gut gemacht, Lucky. Drücke, um Lucky zu streicheln. Sag mal. Hier, lass mich ein Leckerli für dich suchen. Du musst hungrig sein. Drücke I, um dein Inventar zu öffnen, okay? Ich habe hier ein saftiges Poppeln. Da. Bitteschön. Yummy, yummy. Ja, was bist du süß, Mensch. Tut mir leid, Mädchen. Das war der letzte. Es tut mir wirklich leid. Wann kann ich mich bewegen? Oh, nun, ich habe sie nicht alle gegessen. Toll, jetzt ist er bockig. Sie. Was?
Was hast du gefunden, Lucky? Oh, sieht gemütlich aus. Genau wie dein alter Schlafplatz. Schau, da ist sogar ein Traumstein. Traumstein? Was ist ein Traumstein? Apropos Schlafplatz. Es ist Zeit für mich, mir auch einen zu suchen. Gute Nacht, Lucky. Tschüss. So, ich gehe jetzt irgendwie da mal rein, glaube ich. Komm ich da? Ich glaube, ich muss erst eine Treppe bauen, ne? Aha. Oh, da ist etwas von, vor die Leiter gefallen. Vielleicht kann Lucky mir helfen. Das kriege ich nie selbst weg. Hoffentlich ist Lucky noch wach. Lucky, bitte hilf mir. Kann ich Lucky vielleicht Tinker nennen oder anders? Tut mir leid, Lucky. Ich weiß, dass du müde bist, aber ich brauche deine Hilfe, damit ich auch schlafen kann. Geht ganz schnell, versprochen. Okay, geh auf Lucky zu und halte das gedrückt, um aufzusteigen. Also ich muss gedrückt halten. So, bin da. Okay, okay. So, und jetzt müssen wir hier Dinge tun. Perfekt. Lucky, toll. Ich sagte doch, es würde schnell gehen. So, und wieder zurück. Schön mit dem Kopf zur Wand. Gute Nacht, Lucky. Tschüss. Wo läufst du hin? Ah, Lucky möchte hier schlafen, hier vorne. Okay, alles klar. Gut, dann gehe ich da mal hin. Gehe zur Leiter und drücke linke Maustaste, um ins Bett zu gehen. Ach, da kann man nicht reingehen? Oh, ich hätte mir das gerne angeschaut. Ins Tagebuch schreiben. Nee, ich speichere morgen früh, ne? So. Guten Morgen, Lucky. Ich habe kein Leckerli. Nächster Punkt, Frühstück. Na, hallo dich. Jetzt habe ich zu schnell geklickt. Da sind Menschen bei uns auf dem Grundstück. Warum? Und bitte geht wieder. Siehst du, Owen? Manchmal muss man einfach den Spuren folgen und schauen, wohin sie einen führen. Ich werde verrückt. Mary, siehst du das? Ich sehe es, aber ich glaube, meine Augen spielen mir einen Streich. Ist das ein echter Parasaurolophus? Was? Parasaurolophus? Parasaurolophus? Sag doch einfach Parasaurus. Das ist sie, in der Tat. Sie ist eine echte Schönheit. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass es die Eile wert ist. Als ich die Spuren zum ersten Mal sah, wollte ich gleich lossprinten, aber ich habe mich zurückgehalten. Ich sagte mir, Mary, nicht ohne Owen. Selbst wenn er eine Stunde braucht, um seinen Kram zusammenzusuchen. Haha, das war doch keine Stunde. Nein, du hast recht, eher zwei. Vorbereitung ist die halbe Miete. Jedenfalls ist es mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen und deine Parasaurolophus. Oh Gott. Parasaurolophus. Ich kann das nicht. Wir haben keinen mehr gesehen seit... Eigentlich haben wir noch nie einen gesehen. Noch nie? Oh, oh, du bist doch nicht... Du bist doch noch... Was? Du bist doch nicht nach Paleo Pines gekommen, weil du auf Herden von Parasaurus... Ich sag jetzt einfach Parasauren gehofft hast, die durch die Hügel galoppieren. Jetzt aber mal halblang. Es gibt doch hier welche, oder? Zumindest glauben wir das. Mary, hast du Spuren gesehen? Nun sicher, aber mehr auch nicht. Sie tauchen von Zeit zu Zeit auf, also müssen sie hier irgendwo sein. Stell dir vor, ein echter Parasaurus, der direkt hier im Viridian Valley lebt. Moment, du hast doch vor, hier einzuziehen, oder nicht? Ja, ja. Und ja. Hiha, neue Nachbarn. Owen, hast du etwas mitgebracht, das als spontanes Einweihungsgeschenk herhalten könnte? Ich hatte nur Zeit für eine spontane Feldstudie zu packen. Also drei von allem und genug Kleidung für einen Monat. Ah, ich habe zufällig genau das Richtige. Echt jetzt, Owen? Eines deiner Journale? Ja, zufälligerweise habe ich zwei leere mitgebracht, für den Fall, dass wir etwas Bemerkenswertes entdecken. Und das haben wir ja auch. Vertrau mir, wenn man eine Farm gründet, muss man sich eine Menge merken. Und wenn man es merkt, wenn man es sich aufschreibt, vergisst man es nicht. Das ergibt sogar Sinn hier. Ich habe auch etwas für dich. Eine Tasche voller Futter für Pflanzenfresser. Oh, das ist gut.
Mehr habe ich auch nicht dabei. Außerdem sieht dieser Parasaurus sehr hungrig aus und ein Journal schmeckt nicht besonders. Du wärst überrascht. Das gehört zu den besten Futtersorten für Pflanzenfresser, die man kaufen kann. Frisch von Corlins Raritäten im Überfluss. Wenn du mehr davon oder etwas anderes suchst, schau in Pebble Plaza vorbei. Das ist nicht weit weg und da gibt es alles. Schau unbedingt bei Marlo vorbei, er wird dir alles besorgen, was du brauchst, um diesen Stall und den Rest deiner Farm zu reparieren. Owen, wie unhöflich! Was denn? Schau dich doch um, das ist das reinste Chaos hier! Wir sollten lieber gehen. Tut mir leid wegen Owen. Was? Was habe ich denn gesagt? Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und viel Glück beim Einzug. Ja, viel Glück und vertrau mir, dieses Journal wird dein neuer bester Freund. Zweitbester Freund. Also, dann. Tschüss! Wer ist er denn? Achso, das ist... Der gehört den. Okay, okay. So, Parasaurus-Phänomen und lerne die Menschen kennen. Okay, drücke J, um das Journal durchzusehen. Heute mit Kalendereinträgen. Interessant. Was sind hier? Geburtstage oder was? Leicht bewölkt, Jahreszeit Triassea oder Triassea oder keine Ahnung. Wir haben Vormittag. Lucky ist mein Dinosaurier. Ist ein Parasaurolophus. Parasaurolophus. Ich weiß nicht, wie man das betont. Naja. Lieblingsleckerlis, Fragezeichen. Himmelblau, die Farbe äußerst selten. Hat eine Koppel. Hat einen Traumstein, hat Futter, Koppel reinigen. Das müssen wir machen, wenn wir einen Parasaurus haben. Lucky benötigt Aufmerksamkeit. Und hier sind meine Aufträge. Und hier ist mein Kalender. Okay. Aufmerksamkeit, bitte. Warte. Was ist los? Du willst nur knuddeln? Geh zu Luckys vor der Druck. Jetzt machen wir da erstmal Zeug rein. Hier, bitte. Haben wir ja gerade bekommen. Ja, guckst du schön. Voll gut. Bitte schön. So, was ist das hier alles für ein Kram? Traumstein. Ich werde jetzt erstmal kurz speichern. Fortschritt speichern. Und Lager öffnen. Da kann ich jetzt bestimmt noch diverse Sachen reinmachen. Was ist das jetzt hier? Das sollte ich wahrscheinlich mitnehmen, ne? Hallo? Ist das das Journal? Das ist das Journal. Okay. Ich muss jetzt Dinge tun. Besuche Pebble Plaza, kaufe Futter für Pflanzenfresser bei Corlan, sprich mit Marlo. Finde die Parasaurin, frage Owen nach dem Parasaurolophus. War ich nicht? Der war doch gerade hier. Na gut, dann let's go. Wo muss ich hin? Ja. Okay, gut. Ist so viel Chaos. Warte mal, M ist die Map. Ich bin... wo? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe jetzt hier einfach raus. Hm, vielleicht sollte ich Lucky mitnehmen. Es könnte ein ganz schön langer Weg werden. Achso, ja, du hast recht. Das stimmt. Warum sollte ich Lucky hier lassen? Komm mit! So, let's go. Warte mal. Wollte ich hier was einsammeln? Ach, ich muss das mit Lucky machen. Jetzt verstehe ich. Ah. Stufenaufstieg. Wir räumen erstmal auf ein bisschen.
Was? Nee, kannst du nicht? Was ist mit dir? Mach weiter. Lucky müde? Kann ich jetzt sehen, was mit Lucky los ist? Im Journal? Lucky benötigt Aufmerksamkeit. Keine Ausdauer mehr. Unglücklicher Helfer. Ja, wir hauen jetzt ab, komm. Wir gehen jetzt in den Ort. Vielleicht bist du dann happier. More happy than sonst. Mal gucken. Nee, er hat keinen Bock. Er hat einfach keinen Bock. Na gut. So, wir gehen jetzt in die Stadt, denke ich mal. Wir müssen mit irgendwelchen Leuten reden. Viridian Valley entdeckt. Okay. Oh mein Gott, es wird immer bunter. Ach, guck mal, hier sind Triceratops. Oh, das ist aber hübsch. Ich will auch so ein Haus. Oh, das ist auch richtig hübsch. Oh mein Gott, das ist toll. So. Oh, wie süß. Arg in süß. Hebelbrücke. Ich kann nicht interagieren, ne? Okay. Hallo. So. Wer ist er? Sie? Na? Steh da nicht nur rum und glotze. Komm rüber und sag Hallo. Ah, bist du das Schnäuzelchen, das vor kurzem auf die alte Farm gezogen ist? Willkommen in Paleo Pines. Endlich, dieser Ort braucht eine Renovierung wie ein... Was? Wie ein Vyrosaurus, was er Melon braucht. Ich bin Agami, aber alle hier nennen mich nur Oma. Du bist bestimmt auf der Suche nach Pebble Plaza. Komm, die alte Oma stellt dich der Nachbarschaft vor. Oh, wenn es dir nichts ausmacht, lass dein Reittier hier draußen. Wedelnde Dino-Schwänze wären bei dem ganzen Krimskrams da drin eher große galoppierende Gallis. Ist das ein... Was? Eher... Da fehlt ein Wort. Naja. Große galoppierende Gallis. Ist das ein Parasaurus? Als ich das letzte Mal so einen gesehen habe, ging ich einen Oviraptor gerade mal bis zum Knie. Hm. Wem mache ich da was vor? Ich gehe einem Oviraptor auch heute noch bis nur zum Knie, aber das mache ich mit Charme und Haaren wieder wett. Wie auch immer, dein Reittier muss hier draußen bleiben, auch wenn es ein Parasaurus ist. Wahnsinn. Tut mir leid, Lucky. Ich bin nicht lange weg. Warte schön hier. Kannst du ein bisschen was futtern und Ausdauer regenerieren? Ja, hier entlang bitte. Willkommen in Pebble Plaza. Wenn wir es nicht haben, brauchst du es auch nicht. Oder eher, wenn wir es nicht haben, hast du Pech gehabt. Zumindest bis der Weg nach Dapplewood wieder frei ist. Aber um dieses Problem kümmern wir uns ein andermal. Wir haben genug. Pebble Plaza ist ein Ort zum Sammeln und Handeln. Wenn du Nutzpflanzen, Samen, Holz und Stein hast, wird dir jemand etwas dafür geben. Außerdem kannst du hier alles gegen Muscheln eintauschen. Wir benutzen sie als eine Art gemeinsame Währung. Hier hast du ein paar. Nutze sie, falls du etwas siehst, was dir gefällt. Aber gib nicht alles auf einmal aus. Komm, ich führe dich kurz rum. Das da drüben ist mein Stand. Ich habe Samen für so ziemlich alles, von Kürbis bis Ananas. Nun, normalerweise jedenfalls. In letzter Zeit ist es eher eine magere Auswahl von Kartoffel bis Kartoffel. Habe ich erwähnt, dass der Weg nach Dapplewood blockiert ist? Bestimmt, oder?
Oben auf dem Hügel findest du normalerweise Pippin. Außer heute. Heute ist Backtag. Pippin macht Poppins. Pippin ist wirklich süß und Poppins sind, ja, bilde dir am besten deine eigene Meinung. Schau einfach morgen wieder vorbei, dann bekommst du dort einen köstlichen Snack. Nun, auf jeden Fall einen Snack. Wo waren wir? Ach ja, siehst du den Kerl da hinter mir? Das ist Corlin. Wenn du etwas Bestimmtes suchst, ist Corlin die beste Anlaufstelle. Er hat alles von Blumen bis hin zu faserigem Gedöns. Gesprächig ist er nicht gerade, aber ganz nett. Und seine Auswahl kann sich sehen lassen. Und rechts von mir siehst du Marlo. Marlo, komm doch mal und sag Hallo. Marlo, Lexan ist gerade in der alten Farm im Tal eingezogen. Ich habe davon gehört, nettes Plätzchen. Schön, dich kennenzulernen. Marlo ist unser Waldarbeiter. Er kümmert sich um die Bäume hier. Und nicht nur das. Er kann so ziemlich alles aus einem Stock oder Baumstamm bauen. Wir nennen ihn auch den Kiefernkönner. Niemand nennt mich so. Aber ich gebe zu, dass ich handwerklich ziemlich geschickt bin. Wenn du etwas brauchst, sag nur Bescheid. Auch wenn ich ohne meine Werkzeuge... Achso, andersrum. Wenn du etwas brauchst, sag nur Bescheid. Auch wenn ich ohne meine Werkzeuge leider nicht viel ausrichten kann. Wo wir gerade dabei sind, weißt du schon irgendetwas Neues über den Weg nach Dapplewood, Oma? Hab nicht nachgeschaut, aber man würde uns sicher informieren, wenn sich etwas ändert. Nun, war jedenfalls schön, dich kennenzulernen, Lexan. Da du die alte Farm wieder auf Vordermann bringst, kannst du die hier sicher gut gebrauchen. Glückwunsch zum Einzug. Aus starken Wurzeln sprießen reife Früchte. Ach, Marlo, immer wenn ich denke, dass du nicht netter sein könntest, übertriffst du dich selbst. Hab noch einen schönen Tag. Ich sagte doch, dass Marlo schwer in Ordnung ist. Die werden sich sicher als nützlich erweisen. Sobald ich die Zeit finde, schaue ich bei dir auf der Farm vorbei und zeige dir, wie man sie benutzt. Was denn jetzt genau? Ich weiß gar nicht, was ich bekommen habe. Aber jetzt sollte ich mich erst einmal auf den Weg machen. Schau bei meinem Stand vorbei. Ich habe bestimmt etwas für dich. Ja, okay. Also. Was haben wir hier? Stein benötigt. Ich brauche so schnell wie möglich 7. Einfache Nudeln von Pippin. Ich möchte heute Abend einfache Nudeln machen, aber mir fehlen ein paar Zutaten. Hat noch jemand Knoblauch für mich? Ich brauche so schnell wie möglich 8 Fasern. Wieso laufe ich da jetzt nochmal lang? Könnte jemand für mich eine Lieferung von Freya durchführen? Ja, das mache ich. Annehmen. Hat es jemand gesehen? Glücksbringer, hat erst jemand gesehen? Ich habe es hier zuletzt gesehen, die Hängebrücke im Tal. Ja, nehme ich. Mache ich auch. Mach alles. Und hier? Warte. Ich möchte heute Abend gewöhnlich einen Toast machen, aber mir fehlt ein paar Zutaten. Mais und ich glaube, Fasern könnte ich machen. Aber so Knoblauch und Mais würde ich erstmal auslassen. Okay. So, Omi, erzähl mal. Da wären wir. Ich möchte dir etwas zur Begrüßung im Viridian Valley geben. Das sind Karottensamen. Es ist nicht viel, aber besser als ein Zahn im Schwanz. Hoffentlich räumt bald jemand den Weg zu meinem Zuhause wieder frei. Mein Garten sieht bestimmt schon furchtbar aus. Siehst du noch etwas anderes, was dich interessiert? Nö. Und ab mit dir, du kleine Zucchini. Okay. Ja. Gut. Was soll ich jetzt machen? Kaufe Futter für Pflanzenfresser bei Corlan. Kehre zur Farm zurück. Fragezeichen. Corlan. Wo ist Corlan? Ich suche Corlan. Futter bei Corlan. Bist du Corlan? Der wird ja wohl einen Stand haben, oder? Warte mal, das ist... Hier, ist das Corlan? Ja. Lexan, nicht wahr? Ich bin Corlan. Schön, dich kennenzulernen. Na, was darf es sein? Kaufen, verkaufen? Wonach steht dir der Sinn? Handeln. Futter. Ich brauche Futter für Pflanzenfresser.
Ich nehme mal so ein bisschen was mit. So, okay. Bestätigen. Kann ich noch was verkaufen? Warte, warte, warte. Kann ich verkaufen, offensichtlich. Es geht wahrscheinlich nur über diese Tafel hier. Okay, dann. Kehre zur Farm zurück. Ich kam von dort, ne? Ich brauche mein Dingens. Vergessen, wie sie heißt. Warte, Lixan! Ich war seit Jahren nicht mehr bei der alten Farm, aber nach dem, was ich gehört habe, nun sagen wir einfach, sie ist ein bisschen renovierungsbedürftig. Ich will ja nicht prahlen, aber Renovierungen sind so etwas wie meine Spezialität. Wie wäre es, wenn ich dich nach Hause begleite? Dann könnten wir schauen, ob ich dir bei ein paar einfachen Dingen helfen kann. Yippie! Auf jeden Fall Yippie. Okay, let's go. Wie der Para einmal rüberläuft hier, ist ja heftig. Voll süß. So. Wow, die alte Farm, da werden Erinnerungen wach. Ich fühle mich ein wenig schuldig, dass sie so verkommen ist. Wenn du nur sehen könntest, wie es hier früher ausgesehen hat. Aber genug der Nostalgie. Mal sehen, wie schön dieser Ort wieder werden kann. Am besten fangen wir klein an. Vielleicht mit Luckys kleiner Zuflucht. Lass mich mal einen genaueren Blick darauf werfen. Würdest du in der Zwischenzeit ein paar Zaunpfosten suchen? Sie sollten hier irgendwo herumliegen. Okay. Gehe zu einem Zaunpfahl. Halte lala. Hier, sowas. Rechts gedrückt halten. Hier sind auch noch welche, die sammle ich auch ein. So, hier. Das sollte reichen. Komm hierher und schau, ob du einen der gefundenen Pfosten setzen kannst. Ich denke, du willst mir helfen. Warum muss ich die Kacke jetzt alleine machen? Was ist mit dir? Tolle Hilfe. Verwende dein Inventar, um einen Zaunpfahl auszurüsten. So, Zaunpfahl. Drücke, um in den Baummodus zu wechseln. Oha. Lass uns hier anfangen. Vorerst müssen wir uns mit diesem Felsbrocken abfinden, aber wir können ihn umgehen. So. Schön. Spitze. Und nun der letzte Schliff. Jede Koppel braucht ein Tor. Rüste das Tor aus und wechsle in den Baumodus. Ach, hier. So, haben wir. Na also, das nenne ich mal eine gemütliche Koppel. Gute Arbeit, aber dein edles Ross, sieh mal... Was? Ob dein edles Ross sie mal ausprobieren möchte? Wenn Lucky glücklich ist, dann sollten wir es auch sein. Übrigens muss diese Koppel nicht zwingend hier sein. Du kannst Pfosten jederzeit woanders auf dem Grundstück platzieren. Es ist einfacher, die Koppel zu verlegen, als den Felsbrocken. Denn wenn wir Felsbrocken bewegen könnten, wäre ich schon zu Hause, seufzt. Nun, ich muss los, aber ruf mich einfach, wenn du Hilfe brauchst. Tschüss, Lexan. Tschüss, Lucky. Ja, das war ja tolle Hilfe. Aber zumindest haben wir jetzt eine Behausung für unseren Racker. So. Was jetzt? Finde die Parasaurolophus. Frage Owen nach dem Parasaurolulu. Der Weg nach Devilwood. Suche Stein, gehe zu Agami. Sag mal, bist du eigentlich jetzt happy oder so?
Ausdauer 10 von 10. Geröll. Warum kannst du nichts mehr machen? So, warte mal. Lager. Ich nehme jetzt die Steine alle wieder mit. Holz nehme ich auch mit. Was ist das hier? Fasern? Frühlingszwiebeln, Samen, Möhrchen, Gießkanne, ohne Schaufeln. Die kann ich doch ausrüsten, oder was? Kann ich hier Sachen abbauen? Aha. So, jetzt habe ich eine Schaufel. Kann ich so ein... Kann ich schon... Ah ja, okay. Damit kann ich jetzt eine Erde ausheben. Jetzt gucken wir mal hier. Nee? Warte, ich guck mal, ob ich hier vielleicht so ein Beet hin machen kann. So, Möhrchen. Ach, tatsächlich. Ja, schön. Dann mache ich jetzt hier ein paar Beete. Ich habe noch 10-mal Möhren und 3-mal Frühlingszwiebeln. So, 5. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, ein paar Möhrchen. Dann machen wir noch ein paar Frühlingszwiebeln. So, Gießkanne. Oh. Ich habe kein Wasser. Ich bin hier unten. Nun gut. Ist denn hier irgendwo ein Brunnen oder sowas? Naja, ich soll ja auch die Sachen gar nicht machen, ne? Das ist ja auch noch ein Thema. Ich soll ja hier sowas machen. Stein suchen und all so ein Kram. Na gut. Ihr Lieben, ich glaube, das ist für mich ausreichend, um einen Blick in dieses Spiel zu haben. Sehr süß, muss ich sagen. Ob das jetzt was für mich ist, wage ich zu bezweifeln. Kann ich das hier mal wegmachen, bitte? Nein, nimm das raus. Nein, ich will das gar nicht. Bitte. Ach, egal. Paleo Pines. Für die lustigen Nachmittagsstunden. Entspannte Runden. Des Farmens. Es ist süß. Es ist definitiv süß. Gefällt mir. Ich kann es empfehlen. Jetzt nach der Demo. Für mich soll es heute reichen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Angespielt. Macht's gut. Tschüss.